1. Lustenau. Jetzt sind es nur noch 4. Kuriosum, in den ersten 9 Auswärtsspielen hat Admira Mödling ein einziges Tor erzielt. In den letzten 5 waren es nicht weniger als 11. So viel zum Wandel der Niederösterreicher. Oder doch noch etwas. Mit diesem Wandel hat auch ein gewisser Maciej Sliwowski zu tun. Der Pole hat sich nicht nur als genialer Torschütze erwiesen in den letzten Partien. In 5 Spielen hat er ebenso viele Tore erzielt. Sondern auch quasi als Spezialist für späte Rache. Als Ex-Rapidler hat er Rapid aus dem Cup eliminiert. Und als Ex-Tiroler wollte er auch heute auf dem Tivoli beweisen, dass er es noch immer kann, dort, wo man ihn einst als EU-Nichtausländer eliminiert hat. Das ist er also, der Maciej Sliwowski, der Spezialist für subtile Revanche an Ex-Clubs. Subtile Revanche auch seitens des Tiroler Publikums, nur 2500 Besucher am Tivoli. Der FC Tirol Milch in Rot-Weiß, Sohne Watzinger Bauer, Aldahab und Sabri, die beiden Ägypter. Admira Mödling ohne den verletzten Tiroler Torgründer. Und ohne den gesperrten Binder. Schuss Kirchler und Ondruschka hält. Angriff der Tiroler. Jes Torup, der Däne, fällt im Strafraum und reklamiert Elfmeter. Reklamiert diesen Elfer zu Unrecht, wie die Zeitlupe beweist. Denn Hieblinger, der Admiraner, spielt ausschließlich den Ball. Admira spielfreudig mit sie, viel Selbstvertrauen. Sliwowski. Linnemeier, Tschatschesow, Datoro, 17. Minute, 1:0 für Admira Mödling, Torschütze George Datoro. Flanke Sliwowski, Linnemeier völlig freistehend, dann noch der tolle Reflex, die tolle Abwehr von Tschatschesow gegen den Nachschuss von Datoro. Aber ist Innsbrucks Torhüter machtlos. 1:0 für Admira Mödling. Und da ist sie dann wieder, die Angst, die Verunsicherung der Tiroler. Zeigt sich die angeschlagene Psyche in haarsträubenden Fehlern. Datoro. Admira könnte bereits deutlicher in Führung liegen. Und frühe Reaktion von Innsbruck-Trainer Dr. František Cipro nach 23 Minuten. Der erste Tausch für Stiegelmeier bringt er Mahmoud Aldahab, den Ägypter, zur engeren Bewachung von Datoro. Severes. Brudlow. Ondruschka. Oliver Brudlow, Innsbrucks Manndecker. In dieser Phase Tirols gefährlichster Stürmer. Und Admira überlegen. Sliwowski. Doppelpass mit Osegovic. Osegovic drüber. Gut und gerne hätte dies das 3:0 für Admira sein können. Damir Osegovic. Rabekovas. Sliwowski, kein Abseits. Sliwowski und Tschatschesow rettet. Tschatschesow verhindert gegen seinen ehemaligen Mannschaftskollegen, gegen Maciej Sliwowski, einen höheren Rückstand des FC Tirol. Halbzeitstand somit 0:1, Admira führt dem Spielverlauf nach gar nicht unverdient mit 1:0. Die zweite Spielhälfte. Beide Teams haben getauscht, bei Admira kommt Ducki für Fallmeier, beim FC Tirol Barisic für Hörtnagel. Stangelpass Severes und jetzt Torup, zu kurz, zu spät. Eine der wenigen guten Aktionen von Severes, aber Torup kommt nicht an den Ball. Aldahab, der FC Tirol jetzt beherzter. Marasek, Osegovic, 49. Minute, Schiedsrichter Brucker entscheidet auf 11 Meter für den FC Tirol. Hart, aber durchaus zu vertreten, die Entscheidung des Schiedsrichters aus Salzburg. Ondruschka gegen Barisic. 49. Minute, 1:1. Torschütze zum Ausgleich für den FC Tirol, Zoran Barisic. Ondruschka rät zwar die Seite, muss sich aber geschlagen geben. Ausgleich somit 1:1. Admira. Streiter gegen Osegovic und auch jetzt gibt es Elfmeter. Und wieder hart, aber durchaus vertretbar die Entscheidung von Schiedsrichter Brucker. Streiter bringt ohne den Ball zu spielen Osegovic zu Fall.
Nabekovas. 1:2. Erneute Führung der Admira. Torschütze Arminas Nabekovas. Nabekovas täuscht, verlädt Stanislav Tscherchesow und nicht unverdient liegt die Admira wieder voran. Jetzt aber die beste Phase der Tiroler. Kirchler, 57. Minute, 2:2, Ausgleich. Torschütze Roland Kirchler. Hohe Flanke, Torup überlässt Kirchler den Ball. Der schießt sofort mit links. Das ist aus kurzer Distanz das 2:2, der Ausgleich. 67. Minute, Trainer Tsipro holt den erneut enttäuschenden Severins aus dem Spiel und bringt den offensiven Ägypter Abdelsattar Sabri Mahmoud. Der FC Tirol kann aber trotz vollstem Einsatzes das Spiel nicht eindeutig beherrschen. Osegovic und Tscherchesow hält. Osegovic kann unbehindert aus 20 Metern schießen, aber da gibt es noch einen sicheren Tscherchesow im Tor der Tiroler. Und trotz leidenschaftlichen Aufbäumens der Tiroler, auch wenn sie ihr gesamtes spielerisches Potenzial ausschöpfen, die nächste Enttäuschung bleibt ihnen nicht erspart, zumal die Admira nicht gewillt ist, ein Eigentor zu schießen. Die Enttäuschung lautet unentschieden. FC Tirol Milch gegen VfB Admira Mödling 2:2. Vom Schlachtopfer zum fleißigen Punktesammler Admira Mödling. Dennoch ein Unentschieden, mit dem beide wohl nicht so recht glücklich sein können. Alfred Stachel mit den Interviews. Wie geht es Ihnen im Wechselbad der Gefühle? Ja, Gefühle. Sicher bin ich nicht zufrieden, dass wir haben nur unentschieden gespielt. Aber andererseits muss ich sagen, nach der Halbzeit, wenn wir haben 1:0, wir waren 1:0 hinten. Normalerweise war 0:3. Weil wir haben sehr schlecht gespielt, dann mit zweiter Halbzeit bin ich zufrieden, aber es tut mir leid, leider zwei Punkte weg sind. Erste Halbzeit, ich glaube, müssen wir 4:0 führen. Haben wir viele Chancen ausgespielt, leider haben wir das nicht verwertet. Und dann kommt immer so, dass Gegner kommt ein bisschen, Gegner hat ein bisschen gekommen. Und dann am Ende muss man sagen, in zweiter Halbzeit haben wir 2 Tore gekriegt. Und trotzdem muss ich sagen, bin ich nicht zufrieden mit dem Punkt heute. Jetzt ist aber der eine Punkt für beide zu wenig. Ja, ist es zu wenig, sicher. Ja, wir kämpfen auf den Abstieg. Tirol, glaube ich, mit dieser Leistung kann ich den UEFA Cup schaffen, sicher nicht. Das ist zu wenig. Das ist meine Meinung. Oh ja, und wir kämpfen bis zum letzten Spiel, sicher.